Die meisten Einbrüche sind sorgfältig vorbereitet. Die Einbrecher spähen die Umgebung aus, suchen Sicherheitslücken und spazieren erst scheinbar ziellos durch die Nachbarschaft, bevor sie zuschlagen. In der Dämmerung ist es dann soweit, meist zwischen 16 und 21 Uhr. Dann stehst du da, siehst nur zerdeppete Scheiben, du siehst, die haben es reingeschafft. Und die sind eingedrungen in dein Haus. Alleine 1369 Wohnungseinbrüche zählt die Polizei in München. Die Anzahl ist in Bayern seit 2015 rückläufig, doch die Täter schlagen überall zu. Oft helfen den Dieben offene oder gekippte Fenster, billige Türen und dunkle Ecken. Ihr Ziel? Geld, Schmuck und Elektronik. Hauptsache, die Beute ist leicht wegzutragen und weiterzuverkaufen. Für die Polizei sind organisierte Banden schwer zu fassen. Doch zum Glück kann jeder das eigene Haus mit etwas Aufwand besser schützen. Und bei mir ist jetzt Arno Helfrich von der Münchner Polizei. Und er kann uns Tipps geben, hoffe ich, wie wir uns eben alle schützen können. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wie geht denn der Täter vor und späht erst mal aus? Was kann ich dabei schon vermeiden? Ja, wenn Sie zum Beispiel Licht auf dem Grundstück haben, wenn die Hecke ein bisschen runtergeschnitten ist, also besser einsehbar ist, dann können Sie besser beobachten, was vor dem Haus oder vor dem Garten passiert. Und der Täter kann auch nicht so ganz unbemerkt sich rumschleichen. Wenn ich jetzt die baulichen Maßnahmen anschaue, was ist da zu beachten? Also die meisten Täter greifen ja über die ebenerdigen Fenster oder die Terrassentüren an. Also wenn man da wirklich verstärkt mit Pilzkopfbeschlägen, absperrbaren Fenstergriffen, hat man schon einmal einen Widerstand gelegt, den der Täter nicht so ohne weiteres überwinden kann. Grundsätzlich würde ja genügen, schon mal Fenster nicht gekippt zu lassen, denn ein gekipptes Fenster ist tatsächlich wie ein offenes Fenster und in ganz wenigen Sekunden aufgebrochen. Das heißt aber auch, in Mehrfamilienhäusern sind natürlich besonders die Erdgeschosswohnungen betroffen? Da sind die Erdgeschosswohnungen betroffen, natürlich. Aber wenn man relativ leicht ins erste Stockwerk hochkommt, über Mülltonnen, vielleicht sogar rumstehende Leitern oder solche Dinge, ist natürlich der erste Stock auch nicht immer ganz so sicher. Also auch da muss man sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung ein bisschen genauer anschauen, ob es die Möglichkeit gibt, draufzukommen oder nicht. Und dann auch dementsprechend gut vorsorgen. Falls doch ein Täter ins Haus kommt, wie kann ich denn die Wertgegenstände dann im Haus, in der Wohnung schützen? Schützen können Sie die Wertgegenstände durch einen Tresor zum Beispiel, der aber auch wirklich dann fest verbunden ist mit Boden oder Wand. Und vielleicht nicht zu viel Bargeld im Haus haben, doch nochmal auf die Geldinstitute vertrauen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Aber ich denke, da ist es noch am besten aufgehoben. Finden wird der Täter immer irgendetwas, was für ihn von Wert ist, aber Sie sollten dann den Schaden einfach so gering als möglich halten. Wenn ich selbst im Haus bin oder nach Hause komme und nur die Vermutung habe, es befindet sich jemand im Haus, wie verhalte ich mich dann da? Verhalten Sie sich zunächst zurückhaltend, schauen Sie, ob noch jemand da ist, ob noch jemand im Haus ist. Sollte der Täter tatsächlich da sein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er abhaut, relativ groß, denn es ist ein Einbrecher, der jetzt eine körperliche Auseinandersetzung sucht. Aber dann laut werden, schreien, was das Zeug hält und schauen, wie er reagiert. Und wenn er dann Fersengeld gibt, am besten die Hände in die Hosentasche und die Polizei rufen, dass sie keine Spuren verwischen. Aber auf jeden Fall reagieren und schauen, was macht der Täter. Und möglicherweise müssen Sie dann an den Rückzug antreten, aber das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Kann ich denn jetzt wirklich sagen, dass wir, weil wir die Dämmerung jetzt wieder früher haben, dass von mehr Einbrüchen die Rede ist? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit momentan? Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass die Einbrüche tatsächlich in der Zeit etwas nach oben gehen. Und darum ist es uns wichtig, die Leute einfach zu informieren, ein bisschen aufmerksam zu machen, dass sie möglichst schnell die Polizei rufen, wenn sie irgendwas bemerken, was ihnen unerklärlich ist oder was Ungewöhnliches, einfach die 110 anrufen, rund um die Uhr. Wir schauen einfach mal nach dem Rechten. Dann danke ich für diese Tipps, Arno Helfrich. Vielen Dank. Sehr gerne.